ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich ein super einfaches und leckeres gedrehter Ananaskuchenrezept für euch und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig habe ich 280 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 4 Eier, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, so ungefähr 100 ml Milch und 80 ml Öl. Ich habe einen frischen Ananas, die Hälfte habe ich in kleine Stücke geschnitten und die andere Hälfte werde ich dann in Scheiben schneiden. Ich schneide das in dünne Scheiben. Backpulver mit dem Mehl vermischen. Die Eier werde ich mit dem Zucker und Vanillezuckercreme schlagen. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten hinein und mit einem Schneebesen verrühren. Ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt und die Backform auch. Also die Backform ist ein bisschen warm. Jetzt gebe ich so ungefähr einen Esslöffel Butter darüber. Ihr seht, dadurch, dass ich die Backform ein bisschen erhitzt habe, schmilzt die Butter ganz schnell. Jetzt gebe ich so ungefähr 50 Gramm Zucker darüber. Und gebe die Ananasscheiben darüber. Gebe jetzt die Hälfte von dem Teig über die Ananas, sodass die auch schön abgedeckt sind. Dann verteile die Ananasstücke darüber, die ich in kleine Stücke geschnitten habe. Und gebe den Rest von dem Teig einfach darüber. Jetzt werde ich den Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad so ungefähr 45 Minuten backen. Also der Kuchen ist raus aus dem Ofen und den habe ich auch vollständig auskühlen lassen. Jetzt werde ich den einmal umdrehen, sodass man den Ananas sehen kann. Ich bin eigentlich auch gespannt, wie das geworden ist. Ich hoffe, dass das Ganze unten schön karamellisiert ist. Streue dann Puderzucker an die Seiten. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus, kann ich euch nur sagen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren dieses Rezeptes und sage tschüss, bis zum nächsten Video.